Große Premiere in Leutkirch, der Transit 4x4 Etrusco. Genau. Hier ist Lukas, grüß dich Lukas. Hallo Sven, grüß dich, freut mich, dass du da bist. Genau, wir schauen uns heute unseren Etrusco Campervan 600 DF 4x4 an. Den haben wir letztes Jahr rausgebracht. Genau, und jetzt ist er für die Kunden verfügbar. Schönes Allradfahrzeug, ich glaube, das ist das Spezielle. Schöne bei dem Ford-Chassis auch, gerade wenn ich mit noch mit einem größeren Anhänger fahre. Der hat eine Anhängelast bis zu 2800 Kilogramm. Das ist ordentlich, das übersteigt sogar nochmal die Anhängelast von dem Fiat. So, ihr wolltet es extrem dezent halten, das Auto, nicht schreiend. Ist euch gelungen, denn er ist tatsächlich beklebt, man sieht es kaum. Ja. Also ganz dezent, aber das macht es, glaube ich, ein bisschen aus. Weniger ist mehr. Genau, wir sagen einfach, damit so eine elegante Außenwirkung kommt, sagen wir wenig, aber sehr gute Akzente, die wir dann beim Fahrzeug setzen, damit es einfach von vorne bis hinten stimmig ist. Ja. Du hast den Haufen einmal durch den Schlamm georgelt, das sieht man, denn das kann er auch, da fühlt er sich wohl. Der Allrad funktioniert wirklich hervorragend. Auch die Bodenfreiheit, wie man sieht, ist stark erhöht. Genau. Das ist also ein wirklich extrem geländegängiges Fahrzeug. Man muss es mal ausprobieren. Ihr habt eigene Felgen kreiert, die gibt es im Zubehörshop, die sind hier drauf. Fahrzeug beginnt bei? 63.500. Genau, du sagst es richtig, ich habe ihn direkt schon mal ein bisschen durch den Matsch gefahren. Das ist ein Allrad, das ist ja keine Show hier, sondern Real Life. Und genau, da habe ich die Originalfelgen und unseren Allrad direkt mal ausgetestet, dass wir ihn hier auch ehrlich präsentieren können. Ja, du bist auch Ölscheich, hast mehr Reitpferde, deswegen hast du die Anhängerkupplung damit bestellt, damit du dann die beiden Hengste dann auch ziehen kannst. 2,8 Tonnen, da legen viele Wert drauf, aber das zeigt auch, wie bullig das Fahrzeug ist. Das heißt, mit dem Allrad kommst du natürlich auch aus Situationen raus, auch mit Hänger, wo du richtig Drehmoment auf den Rädern brauchst. Ja, genau. Und ja, zum Thema Pferd. Mein Lieblingspferd ist natürlich unser Etrusco-Pferd, das man auch schön jetzt auf den Felgen sieht. Abdrücker. Ja, den Aufschlag muss ich direkt mitnehmen. Danke dir, Sven. Der ist schön. Also, was mir gut gefällt, ist schwarzer Adler aus schwarzem Grund. Also, alles ist dunkel gehalten. Das fängt an mit diesen schönen Seitz-Rahmenfenstern, die ihr hier verwendet habt, die wirklich toll sind. Eigentlich ein toller Stealth-Camper. Das heißt, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, will nicht auffallen, dann könnte da jetzt ein paar Aufkleber Amazon Prime noch drauf oder irgendwas anderes. Dann wird er gar nicht so als Camper durchgehen. Oder? Also, was Amazon macht, weiß ich nicht. Aber ich finde ihn extrem cool. Gerade mit dieser dunklen neuen Optik, die wir haben. Die Rahmenfenster, bin ich auch voll bei dir. Macht einfach eine glatte Oberfläche. Das ganze Fahrzeug wird schlank und elegant dadurch. Und dieses Dunkle, ich mag das persönlich total gerne. Er steht richtig schick da. Also Allrad für etwas über 60.000 neu, das muss man ja auch sagen. Genau. Der mit einer ganz tollen Gewährleistung daherkommt, nämlich Ford bietet auf diese Fahrzeuge, die extrem belastbar sind. Das sind Fahrzeuge wirklich, die im Alltag bewegt werden. Transits fahren schon ewig. Ich bin ja großer Ford-Fan, du weißt warum? Die haben ein Werk im Saarland, also ein ganz großes Fortwerk. Da wird der Transit zwar nicht gebaut, aber da hat man so ein bisschen so sein Herz natürlich bei Ford geparkt. Da wird der Focus wird gebaut, noch, muss man dazu sagen. Ist ja alles im Moment im Wandel. Aber er ist sehr leise, oder? Er ist leise und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich war genau mit dem Modell eine Woche unterwegs. Sieht man. Und du weißt es auch als Camping-Erfahrener, Ford war schon mal größer in der Branche, jetzt ist es auch ein Comeback und ich war richtig schön positiv überrascht, was für eine tolle Qualität du und eine Haptik du vorne im Cockpit drin hast, wie schön und smooth er fährst, wie sauber die Schaltung bei den läuft und wie gut das Allrad funktioniert. Wir sind da durch Vorarlberg gefahren, war eigentlich genau richtig, es war ein bisschen nasse Straße, viele Kurven und da konnte man das direkt mal austesten, hat richtig Spaß gemacht. Was ich total geil finde, ihr habt keine speziellen Fenster hinten reingemacht, so Campingfenster, sondern das sieht aus wie die Originalverglasung, die ihr dann entsprechend verkleidet habt. Das sieht gut aus und es sieht gar nicht nach, klar, die Markise auf der rechten Seite, wer genau hinguckt, der sieht das schon, aber du siehst ja das Fahrzeug, wenn es überholst und es steht am Straßenrand, dann siehst du es ja von der Seite. So, jetzt müssten nur noch das Etrusco-Schild hin, müsste auch noch grau sein oder schwarz. Nee, also, das wollen wir natürlich, dass es jeder sieht. Aber ich danke dir für das Kompliment. Das ist also wirklich sehr, sehr elegant. Da sticht er vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr heraus. Sehr elegant auftritt. Ja.
Ja, 6 Meter, das ist ein sehr sportliches Fahrzeug. Wir haben ja eben auf dem Renault Master auch ein 6 Meter gezeigt, teilintegriert. Andere Fahrzeugklasse. Das hier ist eher für so die Leute, die sagen, ey, ich will nicht alt werden. Ich will ein schönes, sportliches, schickes Fahrzeug haben, das die entscheidenden 500 Meter weiterkommt. Also wo die anderen nicht mehr hinkommen, weil sie kein Allrad haben, hier geht's. Ja, genau. Mit dem kommst du nochmal durch. Wie gesagt, hab's ja auch direkt ein bisschen getestet. Und auch das Ford-Chassis vorne von der Optik hat ein schönes eigenes Gesicht. Also, ja, er hat Charakter. Er hat Charakter und kommt cool an. Also selbst bei Nicht-Camping-Begeistern, wie gesagt, ich hole mal aus meiner privaten Tour ab. Auch von denen, die jetzt mit Reisemobilen noch nicht so viel zu tun hatten, die waren alle schwer begeistert von dem Fahrzeug, wollten reingehen, gucken. Ja. Ist ja sowieso, ganz viele Leute haben ja gar kein Camping, die interessieren sich dafür, wollen das haben. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ganz toll. Mach mal bitte auf, dass wir mal reingucken hinten. Wie hat man denn drin geschlafen? Weil du bist, wie groß bist du? Genau, 1,85. Das ging hinten quer? Ja, das ging hinten quer, auch mit Frau noch mit dabei. Hund, hast du einen Hund? Nee, Hund habe ich nicht. Noch nicht. Ja, aber es funktioniert. Ja, es ist ein kompaktes Fahrzeug. Genau. Und es hat jetzt keine 2,10 Meter hinten von der Breite. Aber ich sag mal so, mit 1,85 und man sagt, die Prio liegt auf der Kompaktheit im Gesamten, dass ich ihn auch als Alltagsfahrzeug nutzen kann, spontan am Wochenende schnell losfahre. Oder sage, ich will richtig viel Touren und lange Strecken machen auf 3-4 Monate, bin ein junges Paar, ist es auch ein ideales Fahrzeug, was ich nur empfehlen kann. Ihr habt das Dometic-Schienensystem eingebaut, das ist sehr praktisch, da kann man auch irgendwelche Ladebuchsen und so festmachen. Genau, gibt es für uns als SA nochmal USB-Steckdosen, die kann ich da dann einfach einhängen. Ich kann mal von der Seite reinspringen, das rausklinken, wenn du möchtest, einmal zum Vor. Ja, können wir gleich machen. Wir werden gleich die Türen schließen. Du musst nämlich deine Schuhe gleich mal ausziehen, dich da mal reinlegen. Ja, wenn du es ja probiert hast, weil du ein großer Mann bist, das gefällt mir. Du bist, glaube ich, auch 1,85 Meter so rum. Genau, ja. Knapp 1,85 Meter. Gut. Hier Gas drin, hat es gelangt, die zwei Gasflaschen? Ja, für uns auf jeden Fall. Es war eine Woche im Winter. 2 mal 11 Kilo kommst du locker und lange aus. Ja. Und der ist auch gut gedämmt. Das sind diese Fenster, wo ich sagte, von außen die Originalfenster und von innen hast du dann hier die Verkleidung. Genau. Und das Ganze hat eine Notentriegelung, da kommt man auch noch ran. Die ist hier übrigens drin, falls ich da mal raus muss. Genau. Und falls ich ihn halt auch nochmal etwas weiter aufsperren möchte. So, mal schauen, ob du in der Schule aufgepasst hast. Der hat kein Fliegengitter, warum? Der hat kein Fliegengitter, weil ich die Fenster ja nicht aufmachen kann. Schaffe ich es heute. Genau. Warte, ich zeig's mal gerade. Du hast das nämlich auch. Ist sinnfrei, denn das sind die Originalfenster, die kann man nicht öffnen. Deswegen ist auch kein Fliegengitter drin. Da ist nämlich hier, das ist die Typennummer von dem Glas drin. Deswegen haben sie das freigelassen. Die muss nämlich immer offen sein. Da ist das E17-Zeichen drauf, dass es eine Zulassung hat. Das sieht man sehr schön. Ah, interessant. Deswegen ist die kleine Aussparung. Ist ja alles hier, ihr baut das ja nicht so als Spielzeug, sondern ihr seid ja autorisierter Hersteller von Reisemobilen, der Hümer-Gruppe und da weiß jeder, was er tut, oder? Ja, auf jeden Fall. Nee. Wir haben halt als Gruppe über 100 Jahre Erfahrung, wir haben einen riesen Wissensschatz, wie man die Fahrzeuge baut, wie man optimale Auskleidung macht, wie man die Dämmung macht, die ganze Installation von der Technik her, wird auch jeden Morgen bei uns in der Produktion, wird sich Zeit genommen, wo kann man sich nochmal optimieren und so kommen wir dann nachher zu so einem Produkt, weil ich echt sagen muss, vom Preis her extrem attraktiv, vom Außendesign, Innendesign sehr sexy aufgestellt. Ja. Cool. So, mach mal zu bitte. Den einmal gesehen, Türen sind gedämmt, das hat man schon gehört. Macht ein kleines Klong. Ja, sieht auf jeden Fall noch mehr aus, als er kostet. Hier vorne ist der Wassertank. Habt ihr ein kleines Loch reingeschnitten. So, dann Einstiegshilfe, die brauchst du auch, weil der Haufen höher gelegt ist. Du hast Van-Kontakt-Winterräder drauf. Das ist auch ganz praktisch, denn ihr habt ihn auf Herz und Nieren getestet. So, bitte mal öffnen. Jawohl. Mensch, da habe ich ja den richtigen Spezialisten hier. Denn wir haben nämlich darüber gesprochen, dass wir dieses Loch hier nicht zeigen. Ja, es macht mir immer sehr viel Spaß, mit dir Aufnahmen zu machen. Kennst dich sehr gut aus und guckst auch nicht weg. Die Leute gucken eh immer hin, aber da geht es gar nicht drum. Wir haben heute viele Prototypen gezeigt. Also der 4x4 bei euch
ein Projekt, was echt nachgefragt wurde. Also viele haben gesagt, na, habt ihr kein Allrad im Programm? Hat er gesagt, jo, gucken wir mal. Und die Produktentwicklung hat dann gesagt, ja, da kennen wir da jemanden sofort. Ja. Die haben was Neues. Genau, und da muss man sagen, das ist natürlich im Hintergrund, das ganze Produktmanagement, das ganze Team ist da richtig schwer mit beschäftigt. Für uns ist es immer sehr schön, dass wir das Fahrzeug präsentieren, aber da hängt richtig viel Arbeit dran, dass so alles zu planen und zu produzieren, dass wir hier so ein tolles Fahrzeug nachher. Gab es was, wo du direkt gesagt hast, das können wir anders machen, noch ein bisschen verändern, weil so Kleinigkeiten fließen ja immer in die Serie dann rein? Oder ist der, weil ich sehe schon, das ist angewinkelt hier, das ist bestimmt sehr gut für den Einstieg, die Küche? Genau, also das ganze, die ganze Küchenplatte ist nochmal ergonomisch, siehst du auch hier, von der, dass es kein hartes Quadrat ist, sondern dass man hier auch noch sauber durchgehen kann. Ich bin aber auch immer sehr schnell begeistert. Also ich freue mich immer, wenn es was Neues gibt, weiß auch, wie viel Arbeit dahinter liegt und mir macht es Spaß, die ganzen Kleinheiten zu sehen. Der hat auch nochmal eine schönere Stehhöhe. Ich nehme da das Positive mit. Negatives ist mir ehrlich noch nichts aufgefallen, wo ich sage... Du weißt ja, der Chef hört auch mit. Aber das Coole ist, ihr testet die wirklich auch selber? Ich ja auch, Entschuldigung. Ja. Das war auch nochmal ein bisschen nach. Also ich habe jetzt, es ist das Einzige, was ich gesehen habe. Ich glaube, keine Ahnung, was mit der Abdeckung ist. Die war nicht da. Wir haben nur gesagt, wir reden nicht drüber. Dann habe ich gedacht, das sieht dann vielleicht doch einer und da können wir es direkt sagen. Also ich sagte, das ist eine Funktionsaussparung oder ein Testbau von unserer Seite. Ja. Und wenn du es mir erlaubst, würde ich dir die Info nachreichen. Ja, ich schreibe es nie. In den Kommentaren oder so. Ist auch gar nicht so wichtig. Komm, wir reden über wichtigere Dinge, wie zum Beispiel eine ergonomische Form der Küche. Das finde ich echt gut. 1,85 Meter Schuhe an. Ja. Zeig mal mit der Hand hier, mal. Hier, da habe ich jetzt nochmal gut. Ist echt, echt gut, oder? Von der Stehhöhe. Was das Wichtigste ist in der Stehhöhe, ist natürlich das Badezimmer, weil viele begeistern dann durch null Stehhöhe im Badezimmer, weil das nämlich immer ein bisschen höher gebaut ist, auch hier. Das Lattenrost kann man rausnehmen. Steig mal bitte ein. Genau, also es ist jetzt ja mit Lattenrost, ja. Von daher bin ich ja auch nochmal höher und auch da funktioniert es noch gut. Ja. Wenn wir schon drin sind, zeige ich natürlich hier immer gerne kleines, aber feines Tool. Das kenne ich aus dem Bus, aus dem Stadtbus. Das kennst du aus dem Stadtbus zum Fest. Ich hoffe, bei uns hältst du dich nicht in der Nasszelle auf während der Fahrt. Aber das haben wir auch genutzt, wo wir im Winter unterwegs sind. Du läufst draußen rum, bist wandern, hast dann nasse Schuhe, nasse Jacke. Kannst es natürlich nicht einfach draußen liegen lassen, sondern nimmst es mit rein, hängst es hier auf. Dann fliegt sie auch nicht im Weg rum. Kann sogar abtropfen, egal. Ja. Unten haben wir die Duschwanne, die es dann entsprechend auffängt. Ja. So, wenn ich mal gerade halt noch drauf gucken, sorry. Ja, bitte, bitte. Das können wir natürlich rausnehmen zum Duschen. Dann habe ich zum einen noch mal ein bisschen mehr Höhe und den Vorteil, nach dem Duschen gehe ich raus und kann das trockene Lattenhaus reinlegen. So kann dann auch der nach mir dann auf Toilette muss hier nicht durch eine feuchte Duschwanne laufen, sondern ist auf den angenehmen Holzlattenhaus. Oh. Setz dich mal bitte auf die Toilette. Weil dann okay, der Sitztest. Okay. Der Sitztest, das ist vielen ganz wichtig, denn oft kann man die Tür nicht schließen. Ihr habt euch für eine ganz besondere Tür entschlossen, nämlich eine Falltüre. Genau. Und die spart natürlich ultra viel Platz und macht Sinn hier. Mach mal zu, bitte. Hier. Jetzt mal drüber. So, warte. Trick 17. Ne, ziehen. Ziehen an dem roten, an dem schwarzen. Ja. Du hast noch benutzt ein paar Wochen. Ja. So. Sehr schön. So, der Prototyp, ich glaube, darf ich hier einen Hinweis geben? Du hast nämlich eben in der Hektik, hast du den nämlich hier drüber gemacht und der kommt hier rein. So, und jetzt mal probieren. Ja. Vielleicht haben wir more luck und siehe da, es geht. Bitte nochmal zumachen. Also, den habt ihr wirklich, ihr habt jetzt Kilometer runtergespult auf dem, denn das ist euch ganz wichtig, wirklich auch Sachen, die in die Produktion reingehen, dann nochmal auf Herz und Nieren zu testen, weil auf der CAD und so sieht alles super aus, die haben den auch super gebaut, ich muss ehrlich sagen, ich sehe gar nichts, was hier da ist. Der geht wann in die Serie? Ist der schon auf der Webseite? Genau, der läuft gerade runter vom Band, ist jetzt bei uns auch auf der Webseite, also offiziell verkündet haben wir ihn jetzt erst vor kurzem, fahren auch gerade eine große Kampagne, der ist gerade sehr präsent in den Medien, ja. Wie, es gibt was anderes außer German Television. Ab jetzt wird er präsent in den Medien. Ich korrigiere das. Okay, ich wollte gerade sagen, ja, es ist ja, was ich cool finde, ihr habt hier keine Ablage drin. Dadurch ist die komplette Raumhöhe hier vorne auch im Sitzbereich noch erhalten. Du kennst das ja so, es gibt so diverse Kastenwagen, die haben hier dann noch, weißt du, so ein Brett mit drin, dass du noch was reinlegen kannst hier oben, da musst du dich da unten reinzwängen. Hier ist alles offen.
Ja, da muss ich dir widersprechen, kenne ich nicht. Ich kenne ja nur unsere Fahrzeuge und da schauen wir natürlich immer, dass es offen und weit ist. Ja. Nein, aber ernsthaft, danke dir für das Kompliment. Ich finde auch, er macht einen richtig schönen Eindruck, wenn ich reinkomme. Das ist ja wichtig und das ist halt auch durch die Blickwinkel, die ich habe und da auch wieder, dass man darauf geachtet hat, dass er ergonomisch ist. Und auch hier sind immer so Kleinigkeiten, es ist jetzt kein verkanteter Tisch, sondern abgerundet. Auch nochmal mit der Aluminium-Optikleiste, die ich vorne von der Hand dran habe. Und da haben wir wieder die Spur bei Etrusco. Kleine, aber feine Akzente setzen in dem Fahrzeug, damit es ein... Du bist wie lange dabei schon? Ich bin generell bei uns in der Gruppe schon seit 2006 und seit letztem Jahr bei Etrusco. Gut. Teamleiter Vertrieb. Das heißt, du hast ein ganzes Team, die gehen da bis auf die Zähne bewaffnet zu den Händlern und verkaufen die. Genau. Nee, Gegenteil, sondern im Moment könnt ihr den Händlern nicht die ganze Nachfrage liefern. Ihr bemüht euch natürlich nach Leibeskräften, habt stark ausgebaut. Früher gab es ja, glaube ich, nur Fiat am Anfang, oder? Genau, zum Start klassisch nur auf Fiat. Und jetzt haben wir unser Portfolio nochmal erweitert. Ja. Ford, Renault. Ford und Renault, genau. Toll. War was hier drunter? Da haben wir noch mal ein kleines Technikfach, damit ich relativ easy hier an die jeweiligen Funktionen rankomme. Dahinter versteckt sich unter der Sitzbank dann die Trumatherme. Du weißt warum die genau da ist? Weil ich mich blind auf unser Produktmanagement vertrauen kann, dass da der beste Platz ist. Da müssen wir mit unseren Technikern sprechen, aber wie gesagt, das ist ja auch immer wichtig im Team, dass man aufeinander vertrauen kann. Und die Heizung sitzt an der Stelle, weil meiner Frau nämlich immer kalt ist. Ja. Und da achtet der ganze Markt drauf. Und das ist der kürzeste Weg ins Bad mit dem Schlauch. Verstehst du? Und da kommt die heißeste Luft raus. Okay, und da ist dir das aufgefallen, das im Bad war immer schön warm, oder? Ja. Also wir haben nie gefroren, ich habe aber generell auch im Reisemobil, muss ich sagen, noch nie gefroren. Dieses Vorurteil, da wird es im Winter kalt. Wir sitzen hier im wunderschönen Allgäu und sind ja heute in Leutkirch. Da sind wir gute, kalte Temperaturen gewohnt und ich habe noch nie gefroren. Von daher freut es mich aber, hört das gar nicht, das Allgäuische bei dir raus. Also das ist krass. Genau, ursprünglich komme ich nicht von hier, aber seit 2006 hergezogen. Seit 2006. Isofix an den Sitzen. Habt ihr schon Kinder? Nee. Nein. Vielleicht irgendwann mal, aber dann kann man hier zwei Kindersitze machen. Die sind auch ergonomisch geformt. Kunstleder, veganes Leder nennen wir das ja heute. Ja. Und Ablagefächer, wo das Auge. Und hier kleine Details. Ich zeige das mal gerade hier in der Ecke. Überall Möbelverbinder. Und was mir auffällt, warte, ich kann mal rauskommen. Hier. Alles liegt nicht direkt irgendwie auf dem Blech auf, sondern ihr habt alles nochmal unterfüttert. Hier sieht man das, also da ist Schaumstoff mit drin. Wie ist denn das Geräuschverhalten von dem Auto? Ist es okay? Genau, dafür haben wir es gemacht, damit das Geräuschverhalten sich minimiert. Also quietschen, knarzen. Genau, haben wir bei dem nicht. Nochmal, da haben wir halt ein extrem, ich glaube sogar, wenn eins der größten Erfahrungsschätze im Verbau der Fahrzeuge, gerade sowas quietschen. Ich glaube, wenn man das erstmal so ein Fahrzeug baut, dann hört das viel. Wir haben darauf geachtet. Ist nicht nur eine Dämmung, die wir drin haben, sind noch zwei, drei andere Tricks mit dabei, dass es wirklich geräuscharm ist, während ich mit dem Fahrzeug fahre. So, dieses Video wird sich auf jeden Fall deine Frau angucken, denn du wirst jetzt ganz langsam die Schuhe ausziehen. Okay, willst du einmal den Test haben? Ja, müssen auf jeden Fall ohne Schuhe machen, weil sonst haten die dich im Video bis zum Anschlag. Für dich mache ich's. Ja, geht ja, weißt du, die sagen, ey, geht gar nicht mit Schuhen am Bett. Der Vorteil ist, du kannst ja jetzt mal richtig räkeln, geh ruhig mal drauf. Da vorne ist ein Tritt, das übrigens, also wenn man also etwas... ich weiß gar nicht, gibt es da einen Einsatz, dass man da reinsteigen kann, so richtig? Oder geht das auch so? Hast du es mal probiert? Wenn jemand einen Einsatz haben will, kriegt man das auf jeden Fall hin. Wie du siehst, aus meinem Erfahrungsbericht kann ich dir sagen, ich springe so rein. Es ging aber auch, wenn du gerade noch mal rauskommst, die Beine mal runterbaumeln lässt und einfach mal rausgehst, ja, das geht ja schon so. Das heißt, du kannst jetzt rückwärts einfach mit dem Poppes mal nach hinten und dich mal hochdrücken, wenn du das mal gerade machst. Ich zeig mal gerade was, also Einstieg. Jetzt bin ich mal gespannt. Also und jetzt uns einfach hochdrücken. Ne? Genau, das würde auch gehen. Also das ist für Leute, ist für Leute wie mich, die, die keine 28 sind wie du. Ja. Und ja, cool. Schränke, haben die dich gestört irgendwie? Nee, haben mich nicht gestört. Ja. Ich finde, so hat man halt nur eine gute Höhe, um halt reinzukommen, habe aber noch Platz und
in der Höhe, also Kopffreiheit, die ich bis nach oben habe, finde ich es auch ausreichend. Normal, klar, wir achten hier darauf, dass wir ein kompaktes Fahrzeug haben, was so ein Hauptausschlagargument für die meisten Kunden ist, die sich für den Campervan interessieren. Und das finde ich genau den richtigen Mix getroffen. Ja. Wir haben da vorne gleich eine Rüttelpiste, deswegen werden wir das Fahrzeug gleich mal zum Ende hin mal anmachen. Ja, hast du einen Führerschein? Ob ich einen Führerschein habe? Ja, ich habe einen Führerschein. Hast du einen Führerschein? Da können wir gleich mal eine kurze Probefahrt machen, denn ich bin mal gespannt, ob der rappelt oder so, weil viele suchen ja als Basis einen tollen 4x4, wo der Grundausbau schon drin ist, die dann sagen, oh, da mache ich mal mein Lithium mal selber rein und so weiter. Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier, dafür kannst du es nicht selber bauen. Es wird schwierig, weil allein das Fahrgestell neu besorgen, das 4x4, das macht ihr schon in großer Serie. Sag mal, was ist hier drunter? Das genau, sieht aus wie ein Kühlschrank. Ah nein, Waschbecken, genau. Waschbecken hätte ich jetzt. Dann der Dometic beidseitig zu öffnen, da kann man sich jetzt allerdings fragen, macht das hier Sinn? Vielleicht, aber ich würde ihn auf jeden Fall zu der Seite öffnen. Genau, da ist er. Okay. Klar, und Sinn macht es natürlich, wenn du jetzt abends nochmal Durst hast, greifst du einfach vom Bett ran. Ah, die Beine sind ja dann nicht im Weg. Genau. Das heißt, dann macht es Sinn. Brauchst du lang. Zack, schon gekühlt. Lange Arm. So, leg dich mal rein, bitte. Ja. Kopf wäre. So, willst du einmal die. Also einmal komplett gestreckt. Bist du Seitenschläfer? Ich bin Seitenschläfer, ja. Du brauchst so ein Kissen dann auch drunter oder wie läuft das? Ja, klar. Kissen drunter, okay, Seitenschläfer. Wenn du dich mal gerade ganz nach hinten legst, sag mal gerade so lieb. So. Weil, also warum? Das testet alles. Nein, aus, ja. warum erkläre ich dir? Leute sagen immer, Querschläfer, hast du keinen Platz. Jetzt sagst du aber, ich bin 1,85 Meter, nee, hat super funktioniert. Außerdem habt ihr euch natürlich rangekuschelt, klar. Ja, also ich finde, man ist ja auch kein Gradschläfer. Klar, guckt sich die Maße an. Ja. Aber ja, also dass man komplett ausgestreckt so, ich glaube, dann muss es ein schwieriger Tag gewesen sein, dass man so unentspannt gerade liegt und schläft. Ja. Für mich hat es gepasst, ich bin 1,85, war super happy. Genau, wenn ich mal kurz mal so hinlegst, wie du jetzt liegst, ganz hinten. Da mache ich mal gerade ein Foto, dass man das sieht, okay. Dass man das ganze Bett mal sieht. Und da sieht man, da ist irre viel Platz. Da könnte sogar noch das Kind in der Mitte noch drin sein. Du bist erlöst. Genau, okay. So, also hier sind die Lampen. Du wolltest mir einmal das zeigen, wie das geht? Das wollte ich dir noch zeigen, genau. Das ist cool, dass du mich daran erinnerst. Finde ich super geschickt. Wir haben mittlerweile die Leisten einmal für die Lampen. Die kann ich sagen, okay, ich will jetzt die Frau, Freundin nicht stören. Kann ich sie einfach umhängen und dann nochmal anmachen, wenn wir vorher 12 Volt einschalten. Warte, mach ich. Okay. Mach ich an, warte. Also, hier ist ein Schaut-Bedienblock. Einmal anschalten und einmal ist an, oder? Ist an? Nee, warte, dann mache ich mal das Licht an. Sorry. Ist an. Nee. Hast kaputt gemacht. So, pass auf. Also. Wie geht's? Okay, dann machen wir den Zaubertrick. Wow. Da, wenn und du mal kurz mal zeigst, wie die funktioniert, vom Typus her, wenn du es mal drehst. Genau, hier klinke ich es dann ein. Und das Schöne ist einfach, dass ich hier die elektrische Leiste habe. Und wie vorhin schon mal gesagt, kann ich da auch nochmal USB-Steckdosen einfach reinklinken. Auch die Lampe, die kann man sogar abnehmen und kann die auch irgendwo anders reinstecken. Das machen wir jetzt nicht. Dann gibt es hier diese Multifunktionsrail. Da habt ihr auch jede Menge Zubehör, wie zum Beispiel ein Gewürzhalter. Gibt es hierfür, den man bestellen kann auf der Webseite? Sag ja. Wenn du das sagst, dann kann ich dich. Ich übernehme jetzt keine Verantwortung, aber es gibt für dieses System jetzt jede Menge Zubehör, weil auch die kann man rausdrehen. Ist so ein Schienensystem mit drin. Und dann kann man hier jede Menge Zubehör reinhängen. Ein Reserveradhalter. Nee, war ein Scherz. So, zwei Flammen Piezo Kochfeld mit genau. Zündung. Genau, kann ich hier, habe ich entsprechend die Zündung, machst dann an und genau aus. Für absolut ausreichend. Also wir sind ja eine italienische Marke, produzieren in der Toskana, in der wunderschönen San Casciano. Und da sind natürlich zum Essen zwei Sachen wichtig, Pasta und Pastasauce. Dafür brauche ich die zwei Gasherdflammen, kann ich dann schön rausreichen. Und ich liebe es zum Abschluss dann natürlich einen frischen, leckeren Espresso noch aufzukochen, dann den Sonnenuntergang super. Oder der Markise zu genießen. Finde ich mega. Ich darf nicht so oft Pasta essen, ich muss mehr Salat essen, hat der Arzt gesagt. Ja. Okay. Ich darf auch keinen Rotwein mehr trinken in großen Mengen. Also nicht. Dann können wir die Stufe ja weglassen. Nicht gebindemäßig.
Also, habe ich verstanden. Also ein Vier-Personen-Fahrzeug für den Alltag, ein perfektes Zwei-Personen-Fahrzeug zum Reisen. Genau. Klar, geht auch mit vier Personen und Zelt. Aber ich bin begeistert. Hier oben mal gerade öffnen, so einen Schrank. Ja. Bitte. Also, jung, dynamisch und unser Allrounder, den wir hier haben. Ja. Und dann nochmal mit diesem 4x4-Effekt, den ich da habe. Fährt sich einfach nochmal angenehmer, coole Anhängelast. Genau. Und ein leichtes Offroad. Ja. So, jetzt darfst du mal die Sitze drehen. Da freust du dich schon wieder drauf. Hast gesagt, Sven, wenn ich die Chance habe, die Sitze so oft zu drehen im Soll Video, wie es geht. Ja, wir wollen ja fahren. Okay. Ah, stimmt. War doch was. Und dann können wir nämlich euch gleich noch die Verdunkungssysteme zeigen. Ich zahle derweil noch mal den Gesamteindruck von hier. Also die Blickachse komplett geöffnet von vorn nach hinten. Also mir gefällt da richtig gut. Ja. Ja, wäre mein Auto großes. Großes Auto, sehr viel Raumgefühl drin, also nicht so eine kleine Büchse wie viele Fiats. Das ist deine Etrusco-Jacke. Da will ich jetzt gleich mal drauf Platz nehmen. Wir sind ja im Allgäu, gesagt, da kann es auch mal kühler werden. Wir sind echt im Allgäu, also wir sind unweit vom Fender, das ist der Hausberg hier auf österreichischer Seite. Und du fährst natürlich auch viel zum Wandern, oder schon mal? Mountainbike hatte ich meine Zeit. Wandern ist... Also Netflix und Amazon. Ich verstehe, stressiger Job. Gut, lass uns den Wagentest nicht über Sport reden. So. Sitz ein bisschen vor. Ja... Noch ein bisschen. Sehr schön. Na gut, einen ja, ich Navigator verlang- für die Sitzumstellung dabei zu haben. Ja, es geht so. Also ich will nicht vor der Kamera sein. Ich freue mich dann immer, wenn das andere machen für mich. Das ist übrigens das Remi-Verdunklungssystem. Das ist hier in der Tür integriert. Schöne Hochtöne haben wir auch hier mit drin, dass der Sound auch ordentlich ist. Getränkehalter mittendrin und hier unten nochmal ein Flaschenhalter. Damit du deine Sprudelflasche während der Fahrt auch wirklich griffbereit hast. Multifunktionslenkrad mit drin, lederbezogen. Lederbezogen. Und das finde ich, also das finde ich richtig, hat mich richtig positiv überrascht, wenn ich an den letzten Ford, den ich gefahren bin, das ist jetzt auch schon mindestens 10 Jahre her, was sie gemacht haben von der Haptik her, vom Feeling her, vom Cockpit her. Es wirkt schön. Schön aufgeräumt, überschaubar, werde nicht überflutet. Genau. Macht Spaß, sollen wir fahren? Jo, okay. Mach. Ich guck mal gerade, vielleicht schneide ich an, weil wir hier auf öffentlichem Verkehrs. Wir sind übrigens. Jetzt kriege ich. Also mal kurz mein Mikro jetzt. Ja. Wir filmen übrigens auf dem weltberühmten Stellplatz Leutkirch. Nee, ohne Witz, hat 2022 einen Preis bekommen für einen der besten Stellplätze. Das liegt aber auch daran, dass die Parzellen so groß sind wie die Innenstadt von New York. Ohne Witz, also riesen Stellplatz. Ihr könnt mit EC-Karte zahlen, habt die Firma Etrusco direkt nebenan mit einem Servicestation für Etruscos. Habt ihr auch? Also wir haben hier, zum einen haben wir hier den Sitz von Goldschmied und auch noch die Vermietstation MacRent, so. Wo wir Etrusco-Fahrzeuge vermieten. Jetzt rechts, direkt. Direkt da rein? Oder wie? Nö, kann, ja, jetzt ist es zu spät, jetzt fahren wir rechts. Achso, ja, können wir. Rückwärtsgang hat er auch, so Rückfahrkamera. So, nee, so. Hier ist Minus. Nee, da darfst du nicht reinfahren. Ja, der, komm, wir fahren nach vorne rein. Wenn das der Chef sieht, Sven, dann... Du weißt ja, alles auf Band. Als Vertriebler ist das Auto natürlich überlebenswichtig. So, da vorne steht ein Blitzer, das weißt du? Ja, den kenne ich. Aber noch nicht getestet. Aber der geht gut, oder? Ja, es macht Spaß. So, ich mache die Schaltung rein, das sitzt, das passt. Auch hier... ist jetzt irgendwie nicht eierig oder wabbelig, sondern richtig schöne Haptik, richtig schönes Gefühl. Ich wollte mal hören, ob man den Kardan stark hört. Und der Kollege sagt ja, ab 60 km/h klingt er wie ein Elektroauto. Okay. Ab 60 km/h klingt er wie... Ach so. Krass ist, der Möbelbau ist echt leise. Du hörst ihn kaum. Ja. Haben wir auch ein bisschen was für gemacht. Wie weit sollen wir fahren? Boah, vielleicht so... Wir noch auf die Offroad-Strecke kommen? Augsburg. Augsburg? Okay.
Nee, komm, wir drehen mal hier. Das war was hier, Milai. Was auch immer die machen. Dann drehen wir einfach hier. Ist ja schon riesig hier, Leutkirch. Gar nicht so klein. Ich dachte, das wäre Zwei-Zimmer-Küche dort, aber nein. Das ist das, übrigens das Original-Ford-Navi mit der Rückfahrkammer. Klar, wir haben einen Kastenwagen. Da funktioniert ja alles original. Und wir hätten eigentlich so einen Bauern fragen müssen, ob der noch so eine 32 Grad Steigung hat, zufällig. mit leichtem Matsch. Ja, aber da musst du natürlich hier im Allgäu aufpassen. Die Wiesen sind in Allgäu heilig. Da darf man die natürlich nicht versauen. So, klar. Das Wetter ist im Moment noch ein bisschen uselig. Also heute regnet es ein bisschen, wir haben 6, 7 Grad. Ja. Es ist noch nicht so, dass man sagt, hey, ich schwing mich mal aufs Fahrrad und fahre im T-Shirt mal 100 Kilometer. Und wir werden jetzt die extreme Offroad-Strecke fahren, die wir uns rausgeguckt haben. Nee, ist eher so. Wir müssen eigentlich drauf kommen. Ich glaube, in der zweiten Einfahrt, oder? Ja, zweite Einfahrt geht rein. Ah, ja. Okay. Ist es schön bei Trusco? Super schön, wirklich. Macht richtig Spaß. Die Marke ist nicht nur jung, mit 6 Jahren jetzt, sondern auch das Team ist jung und motiviert. Und alle, also man muss Etrusker natürlich eine Leidenschaft haben, zum einen natürlich fürs Reisemobil, aber auch eine Leidenschaft für das Italienische. Das ist das, was wir wirklich nicht nur als Prospektbild spielen, sondern wir haben auch bei uns Leute, die auch italienische Verwandtschaft haben. Wir haben viel im Austausch mit unseren italienischen Kollegen unten. Pasta essen ist bei uns natürlich ein Standard. Ein Moretti-Bier auf einer Messe abends ist bei uns. Also es muss, wenn man die zwei Leidenschaften hat, dann fühlt man sich pudelwohl. So. So, sollen wir mal austesten, was hier noch so hingehen kann? Boah, jetzt ist aber hier. Guck mal, da vorne, das Schild heißt Durchfahrt verboten. Vielleicht in Italien ja nicht. Aber wir könnten mal hier auf die Wiese fahren. Ein paar Mal hier auf die Wiese. Das ist schon sehr gefährlich. Ja, da machen wir sie. Ja. Achso, die Wiese. Nee, guck mal, das ist doch eine ganz normale Wiese. Da passiert doch nichts. Eine Wiese ist ja kein. Sieht ja keiner und nehmen wir auch nicht auf. Aber du siehst, wie es rauskommen, ja? Der normale Frontantrieb, nasse Wiese, da wäre schon vorbei gewesen, wenn du Pech hast. Und hier Allrad, die entscheidenden paar hundert Meter weiter. Genau. Ja, ich finde es cool. Also für das Geld. Ja, und sind wir ehrlich, was machen wir für Urlaube zu 98%? Netflix. 99%. Na, da fahren wir aber nicht ins komplett harte Offroad. Das kann man natürlich auch machen. Hier da eine Riesenpfütze. Verzehnfacht sich natürlich dann auch irgendwann der Preis. Ja. Und wir wollen es. Also ihr könnt ja auch mal bei YouTube gucken, Test 4x4, der neue Allrad. Gibt es bestimmt tolle YouTuber, die den getestet haben ohne Wohnmobil. Also nicht den Etrusco, sondern das Basisfahrzeug. Und die fahren dann auch so quasi rückwärts die Wand hoch und testen das auf Herz und Nieren. Aber Ford ist ja jetzt kein kleiner Laden. Das wäre natürlich auch ein spannender zweiter Termin mit dir, Sven, wenn wir mal sowas machen könnten. Ich habe eine ganz tolle Crossstrecke, eine Motorrad-Crossstrecke, mit dem bin ich dem Hilux rückwärts, ich glaube 42 Grad oder so hoch. Okay. ging. War aber so, dass ich dachte, er überschlägt sich gleich, was aber dann doch nicht gemacht hat. Also ich bin da schon Spezialist in Sachen. Du kannst ruhig mal hier rechts reinparken. Ich glaube, der Platz, der leert sich gerade. So ein kleines bisschen. Ja, ich bin beeindruckt. Hoffentlich seid ihr es auch. Erste Fahrt im 4x4. Allrad-Camper in der Preisklasse hast du nicht so oft. Dann auch noch die so ein tolles Längenverhältnis haben, Höhenverhältnis, sodass man es auch im Alltag nutzen kann. Also du hast mich selten sprachlos gemacht. Was sagst du? Sag mir mal was zu unserem Innendesign. Wie gefällt es dir? Ja, ist so. Also ich habe ja mir die Zähne vor kurzem machen lassen. Nein, das ist ja oft ist so, ich bin ja jetzt ein bisschen älter, weißt du, ich bin ja jetzt schon, gehe ja schon aufs Rentenalter zu und bei uns ist ja eher so gedecktes Design, viel Holz und so weiter. Ich finde es ehrlich gesagt richtig klasse, dass ihr unten den Boden in dieser Schiffsoptik gemacht habt. Das sieht unglaublich edel aus. Ich finde auch diesen
diesen Stoffeffekt, den du auf diesem Dekor oben drauf hast, den finde ich total wertig. Also es sieht gar nicht aus, wie wenn du das jetzt solo gelassen hättest. Was mir gut gefällt, sind hier diese Umleimer aus Alu, in so einer Alu-Optik drin. Die ganze Verarbeitung, das Geräuschempfinden fand ich klasse. Ich finde die Hochglanz-Oberflächen toll, weil die extrem pflegeleicht sind. Man glaubt es gar nicht, wie die Leute denken, da siehst du alles drauf, siehst du gar nichts. Also es ist wirklich so und es lässt sich sehr gut reinigen. Ich finde auch die Farbzusammenstellung mit dem Braun sehr gut. Ich bin bloß nicht mehr repräsentativ. Ich habe jetzt ungefähr, ich glaube, 2000 Reisemobile gefilmt. Wenn du mich jetzt fragst, gefällt dir das, sage ich dir ganz ehrlich, ja. Aber es ist irgendwie, es catcht mich nicht mehr so wie die ersten 10. Ja. Ist echt so. Ja. Also ja. Ich bin vielleicht der Falsche. Das ist aber auch Geschmackssache. Also ich bin überhaupt nicht mehr repräsentativ. Ich bin auch gar nicht mehr. Ja, aber du bist ehrlich. Das ist ja das Schöne. Sagst es ja ehrlich. Und ich habe dich natürlich bewusst gefragt, wenn wir unser Type X verbaut. Und dadurch haben wir hier diese hellen Fronten und alles halt stimmig, finde ich, auch aufeinander abgestimmt. Übrigens so. Der Ausblick für das Ganze war auch einfach mal zu gucken, was ist neu, modern und trendy im eigenen Wohnzimmer zu Hause. Mhm. In der Präsentation haben wir es, da kommt dann auf einer Folie, sagen wir das vorher an und zeigen dann einfach mal das Google-Ergebnis per Bilder für modernes Wohnzimmer und verstecken dann 3-4 Bilder da rein. Wir lassen es meistens so eine Minute, zwei laufen und fragen dann, seht ihr, fällt euch was auf? Und es fällt eigentlich niemandem was auf und dann holen wir die Bilder raus und dann sehen wir, guck, also gegenüber den Immobilien ist es 1:1 das, was gerade modern und trendy ist. Ja. Also ich habe bei mir zu Hause ja so eine Schrankwand aus den 80ern, Derrick. Also ich gut, dann wirst du dich bei modernem Wohnzimmer, wirst du es weniger googeln wahrscheinlich. Nee, es ist absolut Geschmackssache. Also ihr trefft den Zahn der Zeit, das muss nicht jedem gefallen. Das hier ist das ist ganz heiß, was ihr hier macht. Ihr habt ganz modernes Design, holzlos, hell, in der Lederoptik hell, in Verbindung mit dem Holz unten. Es ist nur so, wie gesagt, ich bin da nicht repräsentativ, weil ich die Autos oft nur ein halbes Jahr fahre. Wenn du jetzt guckst, da vorne hier, der Morello hat jetzt das helle Holz drin, da kommt jetzt auch ein dunkles Holz, was ich kriege. Das ist dann, weißt du, es ist halt eine Option mehr. Was mir gut gefallen hat, wir haben heute den Renault noch gezeigt von Etrusco und da war mal eine andere Wohnwelt drin. Normal habt ihr ja immer diese Emilia, glaube ich, heißt ihr hier. Genau, aber ich sag dir warum, weil es so viel nachgefragt wird. Ja. Das ist die meistverkaufte. Am Anfang, also wohl ganz am Anfang, als erstmal die Wohnwelt rausgebracht haben, waren alles, oh, okay, das seid ihr mutig. So ein bisschen auch, wie du es gesagt hast, du warst gerade beim Zahnarzt. Und, oh, das ist sehr mutig, was ihr da macht. Mittlerweile ist wirklich im großen Abstand ist das die meistbestellteste Wohnwelt bei uns. Aber einfach, ich kann jedem einladen, mal vorbeizuschauen. Ich wollte die Vorwegnahme von Einwänden, weil die Leute schreiben, oh, wenn ich mir eine Zahnarztpraxis kaufe, dann kaufe ich mir sowas. Stimmt gar nicht. Die einen stehen auf das, die anderen auf das. Es ist so, frag mich nicht, weil ich lasse die Leute entscheiden. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, hat der Lukas das gut gemacht? Ich denke ja. Bist du auch oft draußen im Außendienst? Oder? Ja, klar. Ist natürlich so. Das heißt, ihr seht euch am Wochenende und dann öfter mal. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auch mal Fahrzeuge zu testen, dass du mal rauskommst mit deiner Family dann? Ja, also ich persönlich seit dem 14. Lebensjahr mit 3 Geschwistern in einem Alkoven, auch bei einer Woche Regen. Und während des Studiums innerhalb der Erwin Hümer Group sogar 1,5 Jahre im Wohnwagen gelebt. Weil man da beim dualen Studium immer alle 3 Monate umziehen muss. Ich komme nicht ursprünglich von hier. Von daher hatte ich da einen sehr, sehr guten... Du hast doch studiert bei Hümer. Genau, ich habe auch in der Erwin Hümer Group habe ich studiert. Ja. Bei einer Marke. Und genau, da musste ich dann alle 3 Monate umziehen. Bis 3 Monate Uni, 3 Monate dann im Büro. Und da kennt sich ja einer sehr gut aus mit mobilen Reisen, dachte ich, das ist der Arbeitgeber. Und so kam ein Projekt zustande, 1,5 Jahre im Wohnwagen. Und so fahre ich jetzt auch immer noch mit der Frau. Ach, du hast im Wohnwagen gelebt? Gelebt, das war die Message, genau. Ja, 1,5, also 3 Jahre geht Studium, davon 1,5 Jahre komplett nonstop im Wohnwagen gewohnt. Aber was hat dir da nicht gefallen? Was mir da nicht gefallen hat? Ja. Okay, da muss ich echt drüber nachdenken. Ich war schon lang drin und habe gedacht, oh, jetzt da drin wohnen, weil man ja natürlich auch mal sagt, das ist gut und das ist schlecht. Mir hat es total gut gefallen. Wir haben
In dem Camper haben wir mit 16 Leuten auch die Vorglühparty gemacht und da kam auch das Studentenradio rein. Also wir hatten da richtig, richtig guten Spaß drin. Das war eine tolle Aktion. War der lang, der Camper eigentlich? Der war lang. Neun Meter mit Deichsel auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich glaub, das heißt, du hast auch den Führerschein gemacht dann, diesen BE oder? Genau, ja. Okay. Super. Ja, es hieß ja, wir sollen nichts Persönliches fragen, aber ich dachte mir, das ist ja wichtig, die Leidenschaft. Ich kann zum dualen Studium natürlich bei uns in der Erwin Hümmer Group auch nochmal einladen. Weil meistens ist ja so, die machen das duale Studium, hauen dann ab, aber du bist da geblieben, du hast gesagt, Camping, Freizeit, es ist ein anderer Job, weil du gehst da nicht zu einem normalen Autohändler hin, sondern die Leute verkaufen ja dieses Freizeitgefühl. Und ich glaube sogar, dieses 4x4-Fahrzeug hier, das verkörpert das ungemein. Also, dass die Leute auch wirklich rausfahren, nicht auf, weil klar, wir stehen jetzt hier auf so einem Stellplatz, Beton, einer neben dem anderen, ist nett, aber ich sag mal, so was auf den Werbungen ja verkörpert wird, ist entweder der See, wo ich ganz alleine bin, das Meer, wo ich direkt an der Düne stehe, das würde technisch hiermit gehen. Also du kommst hiermit weiter durch den Allrad. Genau, ja. Allrad erweitert deine Reichweite, ja. So, vielen, vielen Dank. Lukas, wie viele Leute hast du denn unter dir, dein Team? Wir sind in eine starke Drei-Mann-Truppe aktuell. Mit dir? Mit mir, ja. Okay. Genau. Also du und noch zwei. Genau. So, dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir sind bei Etrusco in Leutkirch. Habt ein Riesenprojekt, ja. Deutschland, Österreich, Schweiz, demnächst noch ein Land, habe ich gehört, was ihr gerade am Aufbauen seid. Und darf ich noch nicht sagen, aber spannend bleibt's. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir für deine Zeit. Ciao.